bumped into me, remember? Fuck off, man. Hey, you don't know who I am, do you? No. And I give zero shits. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Maybe I can get a better view of the action from up above. Dann wollen wir die wohl im Arsch die Treppe. Vorsichtig. Fuck, yes! Finally made it. I can't believe it. Red um ein explosiver Raum, würde ich mal sagen. You spilled my beer, bitch! You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Hey, I'm sorry about the beer, okay? Not good enough. Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butt hurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Ow. Rachel? Come on! Hurry up! I'm caught up in the traps of useful arrogance, a voice of silver pain. Lost, no one gave it toss, no one took our slot, so we stole. Let me go, Frank! Not gonna happen, calm down. Come on, man! Walk away! Screw this! Bullshit. Get the fuck out of here! Was für ein Konzert, würde ich mal sagen. Alter, ich bin hin und weg, aber ja. Und wie noch zum ersten Mal Rachel begegnet. Die ja im Life is Strange 1 verschwunden war. Gespeichert bzw. tot. Square Enix. But he knew me best. The weight of my pride.
Deck 9. Episode 1. Erwacht. Aber die Musik, die ist einfach geil, muss ich sagen. Das ist außer Frage. Gleichwürdig wie in Life is Strange 1. Dann wollen wir mal aufstehen, ne? Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Also man sieht, dass sie I love auch gerade. Beziehungsweise eine ihnen einfach was mitgegeben hat. Hey Max. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Ach ja. Max. Aber hatte Max nicht kürzere Haare? Also zumindest auch in... Wobei, nein. Halt. Stimmt gar nicht. Sie hatte lange Haare gehabt. Daily rituals are important. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Ja, ich denke mal, das werden wir dann wohl dann auch am Ende. Ich war noch nicht fertig. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Yo. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Blackwell Academy. Ron Graham. Claude Press. Hayden Jonas. Zach Riggett. Trevor Yard. Logan Robertson. Ashley Anderson. Justin Williams. Bla 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 bla. Dr. Juliet Watson, Victoria Chase, Nathan Prescott und Rachel Amber. Ja, die waren alle da. Auf dem Foto, da war Max noch nicht auf der Schule gewesen. Das ist vegan. Verbessern? Was will sie da verbessern? Better living through chemistry. Warum auch nicht, ne? So, aber. Geiles Skateboard. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Das sollten wir lieber nicht anziehen, das könnte Konsequenzen haben, würde ich mal sagen. Ja, doch das. Es gefällt mir. Can't leave without my vitamins.
really should get going. Ja. Ask Miss Arcadia. Wir schauen jetzt einfach. The only source of info I trust in this town. E-Mails. Liebe Miss Arcadia, habt ihr gehört, dass Firewalk in der Stadt spielen werden? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was. Sergio, anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten von der Fan. Weiß nicht, aber ich like das Thema mal. Rant? Okay, Leute, hier ist der Kühler. Es ist eine Privatparty. Nicht wie ihr seid nicht eingeladen, sondern eher wie, ihr seid besser dran, wenn ihr wegbleibt. Ich weiß, das sorgt nur dafür, dass einige von euch noch schärfer drauf sind. Also kommt auf eigene Gefahr. Lasst die ihr eintreten, alle Hoffnungen fahren. Schon mal von der Mühle gehört? Miss Arcadia. Danke. Oh, scheiße. Wenn du gehst, guck niemand in die Augen. Wenn du ihnen in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du wegguckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf meinen Rat zu hören. Wow, toller Rat. Sieh in meine Augen. Meine Augen sind außerirdisch. Toller Film. Wir Doktor. Wovon redest du? Firewalk Forever. Gesandte des Grauens, aber das Original. Okay, verstehe. Das verstehe. Was ist die Mühle? Wie niedlich. Vorheriges Thema. Die Presscards und die Illuminaten. Illuminati, so. Nächstes Thema. Spende für Erdbebenopfer in Haiti. Wait, what? Who? What photo? Yes. Aunt Chloe Price betrifft Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Kann ich das innerhalb des Spiels? Okay, nicht. I have feelings about this. Ach, das. Most of them are not good feelings. Du siehst scharf aus. Wer ist die Süße in deinen Armen? Debra irgendwas. Debra Borgen, glaube ich. So ein Spaß. Küsschen. Dana, du hast es drauf. Wer ist Debra Borgen, die im Foto mit Rachel? Ugh. Rach, du bist so unwerfend. Ich hasse dich. Und wer ist Armand? Alter, das ist Chloe Price. Taylor, war Rachel nicht zu deiner Party, Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich habe mich gewundert, wo sie ist. Bahn. Oh nein, das war nicht so gemeint. Es hat so viel Spaß gemacht. Eine äußerst intelligente Unterhaltung. Jo. Okay. Oh. Das sollten wir uns auch mal ansehen, vielleicht. Yeah. No one needs to see that. Thank you.